nehme jetzt schon wieder für eine Stunde auf. Und ich komme einfach nicht weiter. Töte es! Wir können es töten. Alle bereit? Feuer! Hua! Nummer eins. Ist das echt? Ich hab dich, halt einfach durch. Nummer 4. Nummer 5. Wieso trifft er mich da? Ich habe genau das gemacht. Vielleicht muss ich warten, bis er... Danke. Feuert. Nummer 7. Nummer 8. Scheiße, wir haben Verluste. Unten bleiben, bin gleich da. Ist das echt? Durch, ich komme zu dir. Scheiße. Verluste. Wie wär's, wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst? Bleib da, ich komme zu dir. Wir
Gefängnis treten. Oh, shit, das tut immer noch weh. Scheiße, wir haben Verluste. Halte durch, ich bin schon da. So eine Scheiße. Verluste. Keine Sorge, ich bin unterwegs. Vielen Dank. Ja, ja. Fick dich, fick dich. Scheiße, warte. Ich glaube, das waren alle. Leute, rennt! Verluste, hier drüben! Geschafft, glaube ich jedenfalls. Sollen wir es Bowman sagen? Denkst du, sie glaubt uns? Würdest du? Scheiße, nein. Alter. Wir haben es geschafft. Nach 4 Stunden. Wow. Vor allem, das finde ich ja sowas von schon ein bisschen arschig, ehrlich gesagt. Oh, jetzt sind hier wieder weh. Schön. Ja. Das. Ah, Mann. Das, wenn sie sagt, rennt, wenn man dann anfängt zu rennen, dann schafft man es nicht. Sowas von krank. Auf Details. Höhle des Löwen? Was hat das mit Höhle des Löwen zu tun? Nichts, genau. Gesichtsextras. Aber jetzt hier Predator-Maske. Ah. Viel zu anstrengend. Junge, Junge, Junge. So. Was haben wir halt hier neu? Achso, Erscheinung ändert, ja. Was ist eigentlich gerade unsere Quest? Was machen wir eigentlich gerade? Schmuggel destabilisieren. Ah ja, okay. Finde das gepanzerte Boot. Das ein Panzerschiff, das mit Hightech Elektrosysteme für U-Boote beladen ist, liegt vor der Basis in Kaimanis vor Anker. Erreichen Sie das Schiff, stehen Sie es und bringen Sie es zum bestimmten
Ursprungsort, wo die CIA es übernehmen wird. Außerhalb von Santa Blancas Basis im Caimanes liegt ein Panzerboot mit Hightech-Elektronik für Cerebros Forschungen vor Anker. Kapern Sie das Schiff und übergeben Sie die Ladung der CIA zur Analyse. Wunderbar. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Feinde, passt auf! Ich sehe noch einen Tango. Tango Nummer 3. Hab noch einen, macht 5. Wagen mit montierter Waffe. Es ist alles gut. Hab noch einen Tango. Sterben die beide von der Explosion da? Ich glaube nicht. Und es war das King. Das macht Spaß. Hä? Da ist noch ein Tango. Haben die vergessen, dass ich die erschossen habe? Wie die wieder gespawnt sind, meine Fresse. Ich sehe ein zweites Ziel. Noch ein dritter. Geh in Position. Eine gute Shit, Position. Ich muss die Position wechseln. Hier ist Ziel Nummer 5. Ziel erfasst. Gib Zeichen. Ich schieße auf die Ärsche. Der Tango ist hin. Scheiße. Die suchen uns. Vorsicht. Na, komm. Na, komm schon. Du bist es doch auch. Ich gehe in Position. Na gut. Ziel erfasst. Bin bereit. Umgelegt. Ja. Umgelegt. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Ja, gut macht es was anderes. Ja. Aber, also, sie haben es gut gemacht, ja. So, Alter, dieser Predator, ne? Ich bin mal gespannt, also, ich werde das ein bisschen sehr viel kürzer schneiden, sonst ist es ja voll langweilig. Das wären jetzt 8 Folgen nur mit Predator. Bisschen heftig. Ich werde es wahrscheinlich so schneiden, dass ich ein paar gute Runs zeige und dann vielleicht ein Death Counter oder so. Wäre, glaube ich, lustig. Alter, der war ja richtig heftig. Ich kann mich erinnern, dass ich am Anfang noch so gesagt habe, so ja, mal schauen, ob die genauso heftig sind wie im Video. So, im Film. Im Video. Im Film. Und, oder ob der Predator keine Chance gegen
uns Ghosts hat. Aber ja. Ich glaube, wir wissen jetzt Bescheid. Drohne fliegt. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Das macht uns ja nichts. Da ist eine montierte Waffe. Aber ein drittes Ziel. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Das macht fünf. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Okay. Also, wir stehlen das Boot und bringen es zum Treffpunkt, damit Bowmans Leute einen Blick darauf werfen können. Ob sie uns erstmal damit spielen lassen? Glaub nicht. Niemand, ne? Mal schauen, ob der irgendwann stehen bleibt. Sieht nicht so aus. Die latschen alle nach da hinten. Interesting. Oh, da ist auch noch ein. Geh in Position. Komm schon schneller. Ziel markiert. Eröffne das Feuer auf diese Erdbeine, er ist tot. Gut. Der hat zum Glück keinen Alarm geschlagen. Weiß auch nicht warum. Normalerweise sind die ja so über. Genau. Oh Mann. Bisschen näher ran. Ich glaube, ist der da drin? Der ist, glaube ich, da drin. Da ist eine montierte Waffe. Da kann man durchschießen. Hey, hier ist ein Santa Blanca Orden. Das ist ein schönes Souvenir. Dann kann ich ihn immer. Da ist noch einer. Okay, alles ist gut. Kommt jetzt auch einer. Der da. Das ist ein bisschen nee. Voilà, lieber.
van a soltar. Oh, voll blöd. Ich gehe in Position. Ihr Leutnant verpisst sich. Ja, das war's. Oh yeah, nice. Hat nur ein paar tausend Schüsse gebraucht. Sind noch welche da? Da ist einer mit Maschinenpistolen. No es tan lejos, no se confíe, pero muévase ya, hermano. Déjeme ver otra vez la luz del día. Hermano, se acordará de usted, hermano. Sie beruhigen sich. Die denken, wir sind weg. Da rückt Verstärkung für die an. Wow. Die Kerle laufen in die falsche Richtung. Ja, sie haben uns nicht entdeckt und alles gut. Und dann, ja, Warte, ich befreie die jetzt mal. Und dann klauen wir das Auto. Ups. Du sollst hier raufgehen. Gut. Warte, hier ist noch einmal Nachschub. Und eine Kingslayer-Datei. Da. Ernsthafter Sammler. Ich weiß nicht, ob das da bei mir zutrifft. Jo, der Bauplan da eines U-Boots mit ein paar Anmerkungen von Ingenieuren. Das Kartell ist bekannt dafür. Modifizierte Version russischer U-Boote für den Schmuggel. Aber das ist ja nicht. Gut. Dann. Mhm.
Bringt sie weg von hier. Wo laden wir das Boot ab? Bowman hat einen Treffpunkt am Fluss. Eine alte Hütte für die Kaimanjagd. Das Teil ist ganz nett. Scheiße, gib mir ein Bier, dann fühle ich mich wie zu Hause am Strand von Myrtle Beach. Du glaubst wohl, du wärst noch 22, was? Unten. Ja. Nee, ich will bloß 22-Jährige abschleppen. Glaub ich gern. Nur blöd, dass die nicht auf dich stehen. Ja. Also, dass die das jetzt nicht gecheckt haben, Jackie. Alter, der Wendekreis von denen ist halt auch ziemlich krass. Die das nicht, weil wir nicht rot sind. Die sehen uns. Naja. Ja, wollt ihr angreifen? Greife an! Ja, sehr schön. Gute Arbeit in Kaimanis. Ohne die U-Boote kommt über ein Drittel weniger Stoff in Florida an. Was haben wir durch die abgefangene Ausrüstung und El Cerebros Prototyp erfahren? Es sieht so aus, als hätte El Cerebro etwas ziemlich Großes aufbauen wollen. Es geht hier um ein U-Boot, das locker Europa erreichen kann. Und zwar völlig unentdeckt. Das klingt nicht gut. Ich habe aber auch gute Neuigkeiten. Wir haben eine heiße Spur zu El Cerebro. Ihre Infos haben uns geholfen, ihm auf die Schliche zu kommen. Ich schicke Ihnen gleich alles, was ich habe. Ganz toll. Wir wissen, wo sich unser verrückter Wissenschaftler aufhält? Negativ. Seine Sicherheitsmaßnahmen sind erstklassig. Verschiedene Unterschlupfe. Nutzt denselben Ort nie zweimal hintereinander. Die ganze Palette. Aber er hat einen Helfer, der ihm das Organisatorische abnimmt und so viel telefoniert, dass wir ihn anpeilen konnten. Also folgen wir dem Helfer und sehen, ob er uns zu El Cerebro führt. Exakt. Ich schicke jetzt die Daten. Ich sag Bowman, dass sie das Boot abholen lassen kann. Wenn die Agency das Teil untersucht hat, wird sie ein gutes Gefühl für den Rest von El Cerebros Entwürfen haben. So, da ist die Hauptquest sogar ziemlich nah. Finde ich gar nicht schlecht. Schrotgewehr, das ist nicht so interessant. Was ist das für eine Waffe? Ja. Ah, nicht schlecht. Ah, vielleicht. Gut, da würde ich sagen, ich weiß leider nicht, wie lange ich jetzt aufnehme, weil ich die Session eben so zusammenschneiden muss. Aber Hauptsache ist, wir sind endlich mit dem Predator fertig. Und ja, das ist wirklich die Hauptsache. Gut, auf jeden Fall, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye.